Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra-Preta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Wir sehen wieder an der kleinen Produktpalette, die ich hier aufgebaut habe. Heute also wieder mal ein durch und durch EM-Thema, wobei wir immer auch natürlich ein paar andere Sachen streichen. Heute Salz, Salz, Salz. Genau, Emiko-Salz. Und ich bin zurzeit in Brasilien. Ich habe ein paar Videos vorher aufgenommen, dass wir hier doch noch über ein paar Wochen einiges senden können. Vielleicht melde ich mich dann auch mal wieder demnächst aus Brasilien mit einem Eukalyptus-Beitrag oder einem Beitrag von unserer Gartenwirtschaft bzw. von Walter. Ein Beitrag, wo wir hydroponischen Anbau mit EM in Brasilien mal zeigen werden. Das werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Ob ich es von da hochgeladen kriege, das müssen wir mal schauen. Ja, also wenn jetzt die Videos nicht ganz so regelmäßig kommen, beziehungsweise nicht immer neue Videos, dann wissen Sie, woran es liegt. Ich bin bis Anfang März in Brasilien. Nicht nur zum Urlaub, sondern natürlich wird da auch viel gearbeitet. Meine Frau ist Brasilianerin und ja, da haben wir auch viel zu tun. So, ansonsten bin ich telefonisch oder per E-Mail natürlich erreichbar für Beratung und dergleichen. Und heute soll es um Emiko-Salz gehen. Ich halte mal hier die eine dieser vielen Packungen, die wir davon haben, in die Kamera. Emiko-Urmeersalz. Und Emiko-Urmeersalz ist eine ganz interessante Sache. Das ist nämlich, ja, also ein Salz wie sonst keines. Das gilt ja für viele Salze, dass es ein Salz ist wie sonst keines. Aber es hat wirklich ein paar sehr, sehr interessante Eigenschaften. Und die erste ist, es ist das sogenannte Bad Essener Urmeer. In Bad Essen, in 800 Meter Tiefe, gibt es ein Urmeer. Also nicht, es hat sich Salz abgelagert und da ist jetzt Salzstein da unten und man kann da jetzt Wasser runterpumpen bzw. salzhaltiges Wasser hochpumpen. Nein, das ist tatsächlich ein Urmeer, was niemals das Salz abgelagert hat. Also es ist immer noch das flüssige Salz, so wie die Geologen sagen, vor 220 Millionen Jahren. Also auf jeden Fall lange her, dass sich da unten ein Urmeerwasser abgetrennt hat, geologisch eingeschlossen ist und mit der Zeit durch Verdunstung, Abtrennung, eine überkritische Salzlösung geworden ist. Sprich, das Emiko Urmeersalz oder das Bad Essener Urmeer ist eine Salzlösung, die 31-prozentig ist. Also über 30% Salzgehalt hat. Und jetzt werden Sie überlegen, wenn Sie sich mit Zahlen sehr gut auskennen, werden Sie eventuell wissen, Mensch, da kann doch was nicht stimmen, weil Salz kann doch maximal zu 24% sich, Natriumchlorid, zu 24% sich in Wasser lösen. Wenn man mehr lösen will, dann löst sich das nicht mehr auf. 24% können sich auflösen, das war's. Das ist typisch, wenn Sie zum Beispiel Himalaya-Kristallsalz oder irgendein Salz versuchen, Wasser zu lösen, bis zu 24 Gewichtsprozent löst der Salz. Dann ist das Wasser natürlich auch viel, viel schwerer. Das sind dieses Meerwasser, deswegen kann man im Meerwasser besser schwimmen als im Salzwasser besser schwimmen als im Süßwasser, weil das Salz das Wasser schwerer macht, dementsprechend schwimmt man leichter oben drauf. Ja, und zwar bis zu 24%, das tote Meer, das einen extrem hohen Salzgehalt hat, das geht schon in die Richtung, bis zu 24% kann man maximal lösen im Wasser und dann ist Schluss. Wie kommt denn das Bad Essener Urmeer auf 31%? Wir wissen es nicht, aber eine Erklärung ist sicherlich, dass Bad Essener Urmeer besteht eben nicht nur aus Natriumchlorid, wie die meisten anderen Salze, auch Himalaya-Kristallsalz oder Meersalz, Fleur de Sel oder irgendwelche Steinsalze, sowieso die Supermarktsalze, besteht das Bad Essener Urmeersalz aus nur 91% Natriumchlorid und nicht 99% oder 99,5% Natriumchlorid, wie die Supermarktsalze. Die anderen Salze haben, ne, gute Salze, Steinsalz, Meersalz, hat auch 1-2% Beimengung anderer Mineralien, aber es ist immer noch 98-99% Natriumchlorid. Supermarktsalz ist besonders schlimm, das ist quasi chemisch reines Natriumchlorid
mit chemischen Beimengungen von Fluorid, von Jod, Rieselhilfe, meistens Aluminium, weiß ich jetzt nicht genau, irgendwie Aluminiumsalz. Und das ist das Supermarktsalz, was sie im Supermarkt verkauft kriegen. Das Bad Essener Ohrmeersalz hat im Gegensatz dazu nur 91% Natriumchlorid und den Rest andere Salze, Kalium, Magnesium, Calcium und so weiter. Und die richtig zur Versorgung des Körpers mit Mineralien beitragen, nicht nur als Spur, also nicht nur als ganz kleine Mengen, sondern da ist schon sogar richtig schon was drin. Richtig messbar Mengen, Prozentanteil an anderen Mineralien drin. Der Punkt ist, eigentlich dürfte das nicht schmecken. Weil ein Salz mit so hohem Anteil an Kalium und Magnesium, das sind ja bittere Salze, die schmecken Bittersalz, sagt man. Das kann man eigentlich gar nicht essen. Aber hier, aus irgendeinem Grund, hat es sich in dieser Mischung, so wie es hergestellt wird, unter diesen antioxidativen Verhältnissen da unten, schmeckt das wunderbar. Es ist sogar ein bisschen Schwefel drin. Es hat sogar einen Hühnerbrühe-Effekt, wenn Sie dieses Salz, einen halben Teelöffel auf so 100 Milliliter heißem Wasser auflösen. Versuchen Sie es mal. Da kriegen Sie sogar ein bisschen so einen, na, wie so einen leichten Gemüsebrühe-Hühnerbrühe-Effekt. Dass es so, dass es richtig Geschmack hat, das Salz. Es ist eben nicht nur Natriumchlorid. Also das ist ein ganz spannendes Salz, schon allein von der Grundidee her. Aber ich habe jetzt schon Supermarktsalz mal angesprochen und Steinsalz. Vielleicht da ganz kurz noch eine Exkursion zu Supermarktsalz und Steinsalz. Also Supermarktsalz ist eigentlich ein Verbrechen an der Bevölkerung. Und völlig unklar, warum das erstens verkauft wird und zweitens erlaubt wird. Und zwar ist das Supermarktsalz ja verdammt billig. Ne? Ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht, aber ich habe das für 10 Cent, 9 Cent, 19 Cent, 500 Gramm. Also letztendlich Kilopreise unter 40 Cent kriegen Sie da Salz in den Pappcontainer mit Jod und Fluor noch dabei, abgepackt schön. Und wie kann man denn zu so einem Preis Salz produzieren? Und der Punkt ist, man kann nicht. Das Supermarktsalz, das Sie im Supermarkt kaufen, ist das Abfallsalz aus der Industrie. Abfallsalz, gerade hier in Sachsen-Anhalt, gibt es Salzabbau, Salzwerke, die das Salz chemisch reinigen. Also die Mineralien aus dem Salz holen, Magnesium, Kalium, Spurenelemente, die man dann teuer verkaufen kann, als Mineralienzusätze bzw. für die Industrie, für Metalle und so weiter. Die holen das Salz also raus, bringen das in Lösung, trennen die entsprechenden anderen, alles außer Natriumchlorid, ab, weil sich das gut verkaufen lässt und haben ohne Ende Natriumchlorid, das normale Salz als Abfallprodukt. Wohin damit? Es liegt, ich habe es nicht selber gesehen, aber es liegt offensichtlich in kilometerlangen Halden, in unendlichen Mengen in Sachsen-Anhalt auf Halde. Und wenn man da Salz haben will und das zum Beispiel für den Supermarkt verarbeiten will, dann kriegen die das Salz da umsonst. Das Einzige, was sie bezahlen müssen, vielleicht Cent pro Kilo oder so oder 2 Cent pro Kilo. Das ist so das Maximum, was sie da bezahlen, wenn überhaupt kleine Handlungsgebühr, dass man das mal anfasst und ansonsten nur den Transport und die weitere Verarbeitung, dass man das trocknet, dass man das fein macht, dass man da Jod und Fluor reinmacht. Deswegen können die ein Salz für 40 Cent verkaufen, weil sie der Ausgangsstoff ist Industrieabfall, wo die sowieso nicht wissen damit, wohin damit. Das ist auch der Ausgangsstoff für die ganzen Tausalze in Deutschland, die die Straßenverkehrsbetriebe, Städte, Kommunen in 100.000 Tonnenweise in Deutschland verbrauchen als Salz. Das ist das gleiche Industriesalz, was im Grunde nur für den Transport mehr oder weniger abgegeben wird an die ganzen Gemeinden. Und auch dieses Salz ist dann zum Beispiel auch das Salz, was in der Geschirrmaschine verwendet wird für die Abtrennung von Calcium und Magnesium, dass man weiches Wasser macht, ersetzt durch Natriumchlorid. Das ist dieses Salz. Also das ist dieses Industriesalz. Und das gleiche Salz kriegen Sie, dieses aus diesem chemischen Entreinigungsprozess aus der Industrie, dieses Abfallsalz, kriegen Sie als Supermarktsalz wieder vorgesetzt. Natürlich ein so unnatürlicher Stoff, so völlig leer von den wichtigen Spurenelementen, die wir in der Entwicklung, an die wir uns gewöhnt haben, dass wir die in der Nahrung brauchen, wenn wir denn mal Salz haben, dass das eben immer begleitet ist durch ein bisschen
Weitere Spurenelemente, Kalium, Magnesium, Kupfer, was weiß ich, die sind da eben nicht drin. Und zwar nicht nur ein ganz klein bisschen drin, sondern gar nicht drin. Also die haben die alles rausgemacht und damit ist die auch diese Kristallstruktur eine ganz andere. Das Salz ist auch extrem oxidiert, da kommen wir gleich noch zu. Dieses Salz ist extrem antioxidativ. Das Supermarktsalz ist extrem oxidiert, weswegen das Supermarktsalz auch extrem aggressiv schmeckt auf der Zunge und dann auch natürlich tatsächlich auf Blutdruck und Kreislauf eine schlechte Wirkung hat. Während ein gutes Salz, ein Steinsalz, ein Meersalz bzw. das Bad Essener Urmeersalz, wo noch im Normalfall Steinsalz, Meersalz 1-2% Beimengung anderer Salze, anderer Mineralien bei sind, Kalzium, Magnesium, Kalium und so weiter. Und hier sogar 9% Beimengung anderer Mineralien drin sind. Ja, also das schon mal als erster Hinweis. Das Supermarktsalz ist wirklich eine Frechheit und gehört verboten und hat in der menschlichen Ernährung, auch in der Tierernährung, nichts verloren. Das ist wirklich nur für die Industrie geeignet und kommt ja auch aus der Industrie. Steinsalz, Meersalz, unraffiniert, also nicht so extrem chemisch gereinigt wie dieses Industriesalz. Das ist gut geeignet und durchaus empfehlenswert. Und das ist wirklich nochmal eine Besonderheit durch diesen extrem hohen Mineralienanteil, den der da drin hat. Wie kommt denn nur EM und das Bad Essener Urmeersalz zusammen? Das haben wir dem Wilhelm Grönemeyer zu verdanken. Wilhelm Grönemeyer war Designer. Der ist tatsächlich verwandt mit dem Herbert Grönemeyer. Ich weiß nicht, irgendwie mit dem Sänger Herbert Grönemeyer, der ist irgendwie Cousin oder sowas. Aber der Wilhelm Grönemeyer, schon mehr oder weniger am Ende seines Berufslebens, Designer war er lange Jahre und hat mal eine Kampagne gemacht für Bad Essen, für diese Salzquellen und also Salzsole, die sie da gewonnen haben und da ja früher auch richtigen Salzbetrieb hatten. Aber das war eben jetzt komplett eingeschlafen. Es gab zwar noch die Möglichkeit, das da hoch zu pumpen, aber es gab keinerlei Nutzung mehr. Man hat keinerlei Handwerk mehr gehabt, keine Verkäufe gehabt. Er hat dafür im Rahmen irgendeiner Jahrfeier hat er da eine Designkampagne dafür gemacht, aber dann hat sich immer noch keiner dafür interessiert. Dann hat er gesagt, na gut, dann mache ich es eben selber. Und hat tatsächlich eine Firma ins Leben gerufen, hat angefangen, dieses Salz zu schöpfen, in Salzpfannen zu trocknen, dann tatsächliche Produkte rauszubringen, die Zulassung zu bekommen. Und weil er auch ein EM-Fan war, mit effektiven Mikroorganismen gearbeitet hat und das ihm bekannt war. Und weiß, dass es gab ja auch EM-Salz schon vor Wilhelm Grönemeyer. Die Japaner haben schon ein EM-Salz hergestellt, was aus Meersalz gewonnen wurde, Tiefenmeerwasser genommen, das verdunstet mit EM-Keramik, in EM-Keramikpfannen, Keramiktöpfen. Mit EM versetzt, das entsprechend verdunstet, hoch erhitzt, glaube 1000 Grad und dann eben gemahlen und so weiter. Das ist das EM-Salz, was energetisch besonders gut sein soll. Sicherlich interessant, aber es war verdammt teuer. Es war wirklich, es hat 100 Gramm 20 Euro, das war so der Preis. Und das gibt es zum Teil heute noch bei den einen oder anderen. 100 Gramm 20 Euro, ich glaube sogar noch teurer inzwischen. Haben wir eine Weile verkauft, bis das Bad Essen Urmeersalz auf den Weg kam. Weil was die verwenden bei diesem japanischen Meersalz, als sie das da herstellen, die verwenden Tiefenmeerwasser. Tiefenmeerwasser deswegen, extra Wasser, was bei besonders hohen Fluten, bei Vollmond nach oben kommt, das pumpen sie in Schiffen rein und das verdunsten sie dann. Und Tiefenmeerwasser deswegen, weil Tiefenmeerwasser wenig Sauerstoff hat und dadurch die Salze da drin alle antioxidativ sind, also als nicht als Radikale mit Elektronenmangel vorliegen, als Ionen, sondern antioxidiert vorliegen. Also mit Elektronenüberschuss vorliegen und dementsprechend viel milder schmecken und eben dem Körper sogar sozusagen Elektronen, quasi Antioxidantien gewissermaßen zur Verfügung stellen, auf jeden Fall nicht rauben. Wie das normale Salz, auch das normale Meersalz zum Oberflächenwasser, eher oxidativ. Deswegen schmeckt das auch deutlich aggressiver. Man braucht hier tatsächlich mehr Salz, um den gleichen Salzgeschmack zu produzieren.
weil das so mild ist durch diese Antioxidation. Wer mal mein Sampada-Video geguckt hat, vor langer Zeit, ich kann es mal unten verlinken, mein Sampada-Video, wo ich mal in einer halben Stunde da diesen Sampada abgebrannt habe und mir Eier gebraten habe und dann da Salz drauf gemacht habe ohne Ende. Das war übrigens nicht perfekt, das Sampada-Video, den kann man noch ein bisschen besser betreiben, dann ist der wirklich komplett rauchfrei. Das war mein erstes Mal, man muss das immer in kleineren Schichten nach und nach rauflegen, dann fängt der auch nicht an zu rauchen. Das habe ich damals noch nicht gewusst, wer sich angucken will, das geht also noch ein bisschen besser. Aber dann habe ich meine Eier, meine Spiegeleier, die ich da gebraten habe, auf dem Sampada, auf dem Blechofen, mit dem man gleichzeitig aus Holz Holzkohle herstellen kann und kochen kann, der Sampada-Ofen. Habe die Eier schön mit EM-Salz gesalzen und da habe ich schon 50 Mal die Frage bekommen, das hast du doch nicht am Ende wirklich gegessen, obwohl ich ja die Einstellung habe, wo ich das dann esse. Aber doch, doch, und das war nicht versalzen, das war in Ordnung. Also ich will nicht sagen, ich mag es natürlich auch relativ salzreich, ich bin da, aber es ist, war nicht versalzen, es war völlig in Ordnung. Also das ist ein sehr mildes Salz. Und wenn das so mild ist, beziehungsweise wenn das eben so antioxidativ ist mit diesen vielen anderen Mineralien, dann ist das auch nicht schädlich, so viel zu essen, wie man eben im Grunde Appetit hat, dass man das so viel isst, wie man das braucht, wie man den Geschmack hat, weil das ist eigentlich das, was auch der eigene Körper als Signal gibt, dass das vielleicht gebraucht wird, eben vor allen Dingen dann bei sportlicher Anforderung und Männer mehr und wenn man mehr schwitzt und so. Okay, das heißt, Sie haben bei solchen Salzen, die natürlich sind, haben sie nicht diesen Effekt, dass das Salz den Blutdruck erhöht, was bei anderen künstlichen Salzen durchaus ein Thema sein kann. Und weil der Wilhelm Grönemeyer so ein Fan war von EM, hat er eben sein Salz auch als EM-Salz vermarktet, beziehungsweise das als EM-Salz hergestellt von Anfang an. Und das macht er folgendermaßen. Also das, ich lese das mal hier so ein bisschen vor. Das Salz wird mit EMX Gold, das ist so ein EM-Getränk, vermischt. Das kommt ein bisschen mit rein. Es wird mit EM-Keramik, also dann so Pfannen, große Eisenpfannen, denke ich, in denen das Salz gesiedet wird, verdunstet wird, dass dann die Salzkristalle bilden. Und in diese Pfanne hat er EM-Keramik mit reingelegt, also auch diese Kontakten dieser EM-Keramik. Die Idee ist immer, möglichst antioxidativ die Sachen zu bekommen, also die Ionen da drin, die einen Elektronenmangel haben, den Elektronen zu geben. Das ist das Erste, das möglichst antioxidativ zu machen, dass man keine oxidierte Verbindung drin hat, sondern antioxidative Verbindung mit Elektronen, die gesättigt sind mit Elektronen, beziehungsweise ein bisschen Überschuss haben. Und besonders große, regelmäßige, schöne Kristalle zu haben. Das war also immer sein Wunsch und hat da eben alle möglichen, da hat der Wilhelm Grönemeyer sozusagen alle möglichen Schritte ausprobiert, um möglichst schöne große Kristalle zu bekommen. Und das ist also nicht nur, dass er gesagt hat, ich will das mit EM machen, sondern auch, das hat sich tatsächlich herausgestellt, wenn er das mit EM-Keramik, mit EMX Gold macht, dann kommen da größere und schönere Kristalle raus und die guckt er sich unter dem Mikroskop an und sagt, das ist aber schön, so möchte ich das. Bei orangenem Licht, ja, orangenem Licht wird es gemacht. Das guckt auch, dass er das richtige Licht dabei hat. Auch das hat einen Einfluss auf die Kristallform, die Kristallgrößen, die dabei entstehen, die Gleichmäßigkeit der Kristalle. Und bei klassischer Musik. Wir wissen auch, dass Musik, das sind ja auch Schwingungen, das hat auch einen Einfluss darauf, wie Wasser dann entsprechend oder eine Salzlösung auskristallisiert, in welcher Form. Klassische Musik ausprobiert, das hat die schönsten und regelmäßigsten Kristalle. Achso, es wird bei 37 Grad Celsius getrocknet, nicht? Das heißt, eventuell können da Mikroorganismen sogar noch drin überleben. Urmikroben, da gibt es ja einige, die auch in Extremsalzgehalten noch wieder lebendig werden können, beziehungsweise lebensfähig sind. Okay, also diese Register hat er also gezogen mit der Zeit, hat er das rausgefunden, wie er da die optimalsten, schönsten, größten, regelmäßigsten Kristalle züchtet aus seinem Salz, antioxidative, mit diesem besonderen Geschmack dieses Salzes. Und dann hat er das Salz eben in verschiedenen Formen abgefüllt, beziehungsweise bietet er das an. Und da ist zunächst mal das Emiko Urmeersalz. 250 Gramm, 11,90. Man kommt also auf einen Kilopreis von, na was werden das sein, 40 Euro, 45 Euro. Und das ist wirklich so ein grobes Salz, das kann man
wirklich, das ist so locker noch das Salz, dass man das noch gut zwischen den Fingern zerreiben kann. Also ein richtiges Fingersalz. Durchaus gut einfach mit einem Salztopf auf dem Tisch oder eben in Salzmühle eventuell rein. Ne? Wenn das eine feine Salzmühle ist, dann geht das mit dem auch ganz gut. Da sind keinerlei Zusätze drin. Das heißt, wenn das an die Luft kommt, muss man entweder ein paar Reiskörner mit reinmachen oder so im Salzstreuer. Oder das wird Wasser ziehen und das wird mit der Zeit verklumpen. Also hier ist kein Aluminium oder Fluor oder sowas drin, was dann die, also Aluminiumzusätze im Salz verhindern ja, dass das Salz Wasser zieht. Und dadurch kann man so dieses Supermarktsalz mit dem extra Aluminium drin, was toxikologisch vielleicht auch nicht ganz unbedenklich ist, das zieht kein Wasser mehr. Das ist schon, naja, das sollte man sich schon fast überlegt haben, wenn man da, wenn Salz überhaupt kein Wasser mehr zieht aus der Luft, dann ist es vielleicht schon auch für den Körper nicht mehr so einfach zu verdauen. Okay, also das Salz muss immer irgendwie abgedeckt werden, beziehungsweise es kann durchaus mal feucht werden zwischendurch. Entweder Reiskörner mit rein, das kennt man, ne? Oder man kann es auch zwischendurch wieder trocknen und nochmal kurz auf den Herd oder so, dass man das vielleicht nochmal nachtrocknet, wenn das nötig ist. Beziehungsweise dann, wenn es dann feucht ist, nimmt man es halt für die Suppe oder so. Also wir machen es so auf Salat, auf Ei. Prinzipiell, das ist das Einzige, was ich immer mitnehmen muss, wenn ich ausgehe zum Essen im Restaurant. Da nehmen wir nicht das Salz, was da auf dem Tisch steht. Da nehme ich immer mein eigenes Salz mit und salze mir das selber. Da nehme ich unser EM-Salz mit. Genau. Das nächste ist das feine, streufähige EM-Salz. Das ist quasi richtig ein Streuer. Hier oben hat man die Öffnung, die man dann entsprechend aufmachen muss, wenn man es nutzen will. Und das ist richtig ein Salzstreuer, ne? Und wie gesagt, da muss man auch immer aufpassen, dass man zumacht, dass es nicht feucht wird und klumpt mit der Zeit. Das kostet 200 Gramm 99. Das ist mengenmäßig, das sind 200 Gramm, das sind 250 Gramm, also es kostet von der Menge einen Tick teurer nur als das. Also mengenmäßig ist der Preis dieser beiden fast identisch. Entweder 250 Gramm das Grobe für 11,90 oder 200 Gramm für 99. Dann hat er auch das Urmeer, was er da eben hochpumpt, warum das den Leuten nicht auch pur anbieten. Also gar nicht erst trocknen und als Kristall machen, sondern als besonderes Gourmet-Salz. Ja, also der hat da einen sehr Lifestyle-Gourmet-Ansatz, der Wilhelm Grönemeyer in seinem Produkt Kreation, die er da gebracht hat. Und es ist tatsächlich so, dass das im Gourmet-Bereich durchaus interessant ist, offensichtlich Restaurants und so. Und es hat ja auch wirklich einen ganz besonderen Geschmack. Und da gibt es eben das Novum, man kann Salz auch sprühen. Eben als diese überkritische Salzlösung, 31%ige Salzlösung. Und das ist eine Sprühflasche. Und so kann man dann seinen Salat oder sein Ei auch mal einfach mit ein paar Sprühstößen leicht salzen oder salzen entsprechend hat quasi direkt ohne weiteren Trocknungsvorgang dieses Bad Essener Urmeer drin mit EMX Gold, mit Kontakt mit EM Keramik dabei. Also es hat diese Schwingung auch irgendwie aufgenommen, ist auch antioxidativ sowieso schon, weil es eben aus dieser Tiefe kommt. Und also als Sprühsalz. Jetzt muss ich mal auf den Preis gucken. Das sind 100 Milliliter für 7,80 Euro. So, und dann geht es weiter. Das kann man dann auch als Nachfüllflasche haben. Das EMICO Urmeersalz flüssig, was ja direkt die Sohle da hochpumpt, mit EM versetzt, mit EM Keramik behandelt und abfüllt. Das kostet 500 Milliliter 14,90 Euro, dass man dann entsprechend die Sprühflasche nachfüllen kann. Und noch ein Tipp zur Sprühflasche, das ist natürlich Salz und überkritisches Salz. Das heißt, wenn das noch ein bisschen antrocknet, dann ist es natürlich sofort hier oben dicht. Das heißt sofort, aber ab und zu mal dicht hier der Sprühkopf. Das ist aber so ein hochwertiger Sprühkopf, dass der dabei nicht kaputt geht, sondern den legen sie einfach in Wasser ein. Wahrscheinlich reichen schon ein paar Minuten, aber mal eine Stunde in Wasser einlegen, dass sich das Salz wieder lösen kann und dann ist er wieder frei, der Sprühkopf, und dann funktioniert er wieder. Also den können Sie lange, lange verwenden, lassen Sie sich nicht irritieren, wenn der mal nicht mehr funktioniert. Einfach in Wasser einlegen und dann ist er wieder
dann ist er wieder frei und funktioniert wieder, der Salzsprüher. Ja, also das als seine besondere Gourmet-Linie. Salz als Fingersalz, als feines Streusalz, als richtig diese Urmeersohle und hier dann noch der Nachfüllsalz mit 500 ml. Also das, seit es dieses Salz gibt und in dieser Qualität angeboten wird und weil es eben sogar noch als besonderen Bonus zu dieser EM-Antioxidation und dieser besonderen Struktur, die er da mit EM herstellt, auch noch diesen hohen, hohen Mineralgehalt hat von nicht nur Natriumchlorid, sondern eben 9% noch andere Mineralien und eben diesen 31,8%igen Anteil an Salz hier drin. Deswegen habe ich das teure, ich sage ja, bei uns im Shop, wir bieten nicht immer alles an, was es so gibt an EM, sondern wir wählen uns die Produkte, die wir sagen, das sind gut, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die sind interessant, die wählen wir aus und nicht von allen, keine Ahnung, 6 Herstellern im deutschsprachigen Raum machen wir dann jeweils die entschiedenen Urlösungen, Reiniger, Kosmetik und sonst was. Das machen wir nicht, wir suchen wirklich nur die Sachen aus, Zahncreme, wir suchen wirklich nur das eine Produkt aus, beziehungsweise die eine Produktlinie aus, die dann gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und beziehungsweise das Beste ist. Ja, und das haben wir hier auch gemacht. Das heißt, das japanische Salz bieten wir nicht mehr an für 20 Euro 100 Gramm. Auch wenn das vielleicht noch energetisch, informationstechnisch noch interessant ist. Aber die sind so gut und können mit dem vielfach teureren EM-Salz aus Japan sehr gut mithalten, beziehungsweise finde ich sogar noch ein bisschen besser sind, dass wir das teurere japanische Salz, auch wenn das natürlich einen Bonus bekommt, weil das aus Japan kommt, dass wir das nicht mehr im Shop anbieten. Ja, also das ist wirklich so gut, dass wir sagen können, wir haben in Deutschland das bessere EM-Salz als die Originale in Japan. Das ist meine Meinung dazu und deswegen bieten wir das im Shop so an. Ja, das vielleicht auch kleine Ausflüge allgemein zum Thema Salz. Und das ist natürlich relativ teures Salz, ne, wenn Sie da 40 Euro das Kilo bezahlen. Aber gerade fürs Tischsalz, ich sage mal für Suppen, Kartoffeln, Reis oder so, dann nehmen wir auch portugiesisches Meersalz, was wir kiloweise günstig einkaufen. Aber wenn es dann eben direkt das ist, was wir so direkt in den Mund nehmen, das Salz, dann nehmen wir auch das hier. Und wie gesagt, das ist das Salz, was ich in jedem Restaurant dabei habe. Wenn nicht, dann sind meine Kinder und meine Frau immer schon ganz traurig, dass wir jetzt das normale Salz auf den Tisch nehmen müssen. Da bin ich also immer motiviert, das mitzuhaben in meinem Rucksack. Schluck EM, ein bisschen Zeolit und das Salz. Alles klar. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche.